einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn eine Frau sehr herzlich begrüßen wollen, der vor einiger Zeit schon und gar nicht heute der Anlass für unser Gespräch ein ganz bemerkenswertes Buch gelungen ist. AfD, Angst für Deutschland. Und dieses Buch ist deshalb so gut, weil es nur vordergründig um die AfD geht. Es geht vor allen Dingen um die Ursprünge, um dieses tiefe Unbehagen, das sich seit langer Zeit schon bei den Leuten breit gemacht hat, wie sie sagt. Und die Suche nach diesen Ursprüngen führt direkt in den Keller von Thilo Sarrazin. Und die große Frage ist, reicht zum Beispiel eine neue Generalsekretärin, um wieder herauszufinden aus diesem geistigen Keller? Herzlich willkommen, Melanie Amann vom Spiegel. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, das ist die große Frage. Dieser Mann, der Mann neben mir, hat die AfD bei sich im Landtag sitzen. Und zwar genau jenen André Poggenburg, der gerade mit einer heftig umstrittenen Rede versucht hat, die Grenzen des Sagbaren noch einmal weiter zu verschieben. Lass es uns so sagen. Inzwischen ist die AfD in Ostdeutschland faktisch auf Augenhöhe mit seiner CDU und in Umfragen tatsächlich kurz davor, die stärkste Kraft zu werden. Er sagt, wir dürfen nicht auf jede Provokation reagieren. Aber klar ist auch, diese Partei holt sich ihre Themen nicht aus dem luftleeren Raum, sondern bezieht sich oft auf tatsächliche Defizite. Was bedeutet das für die Politik? Herzlich willkommen dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Dann ein Mann bei uns, der mit einem interessanten Satz zu zitieren ist, der da lautet, wir müssen mehr, sagt er, auf unsere Sprache achten. Durch die Art und Weise, wie wir heute formulieren, entsteht eine neue Brutalität. Er hat hier mal vom Umgang mit seinem Großvater erzählt, der ein Mitläufer der NSDAP war, und hat davon berichtet, wie er irgendwann gefragt wurde, ob er den Lust habe, für einen Film Uwe Barschel zu spielen. Als die Frage kam, hat er hier erzählt, war ich erst mal einen halben Tag leicht beleidigt. Dafür glänzte er später dann in der Rolle umso mehr, wie in so vielen anderen Rollen auch. Und auch jetzt wieder an der Seite von Anke Engelke, von der er sagt, Anke und mich verbindet ein liebevoll amoröses, erotisches Verhältnis, allerdings nur auf Arbeitsebene. Herzlich willkommen, Matthias Matschke. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Matthias. Ja, und dann einer bei uns, der den ganzen Wahnsinn eigentlich nur mit Humor erträgt und der mit Blick auf die Verfasstheit der SPD neulich fragte, darf ich mir die Umfrageergebnisse der SPD eigentlich noch ansehen oder bin ich dann schon ein Gaffer? Und der mit Blick auf die Kanzlerin und die nächtelangen Verhandlungen die wunderbare fiktive Schlagzeile formuliert hat, dreiste Bande in Berlin zockt hilflose alte Frau ab. Ist das noch ein Koalitionsvertrag oder schon der Enkeltrick? Er nennt das Humorkommunismus. Alle sollen gleich viel abbekommen, sagt er. Und die spannende Frage ist, wo endet Humor? Zum Beispiel, wenn er für eine Reportage Menschen mit Down-Syndrom begleitet. Worüber lachen die? Er sagt dazu, das Überraschendste ist, die unterscheiden sich eigentlich gar nicht so maßgeblich von unser einem. Herzlich willkommen, Micky Beisenherz. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Micky. Also, gibt viel zu besprechen, hochkompetente Runde. Herr Haseloff, was haben Sie gedacht, dass Sie heute gehört haben, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die neue CDU-Generalsekretärin wird? Ja, ich war schon überrascht. Wir sind ja schon viele Jahre gemeinsam im Geschäft und auch gute Kollegen. Ich schätze Sie sehr und ich muss schon sagen, Respekt, dass sie diese Entscheidung getroffen hat und dass sie auch die Kanzlerin davon überzeugt hat, dass das notwendig ist, dass sie jetzt Generalsekretärin wird. Das heißt, Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Kanzlerin überzeugt und nicht umgekehrt, ja? Ich glaube, die haben sich in der jahrelangen Zusammenarbeit beide überzeugt, dass es jetzt an der Zeit ist, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, dass es auch gut für die Union ist. Fällt Ihnen auf, auch, ich habe das heute so gelesen, vielerorten die Reaktion war immer so, ich bin so dankbar dafür, dass die das jetzt macht. Und ich denke immer, in welchem Zustand muss die CDU sein, dass die alle jetzt so dankbar sind, dass das jetzt jemand macht, der sich opfert sozusagen? Na gut, wir hatten ja einen objektiven Fakt. Peter Tauber war schwer krank und hat seine persönliche Entscheidung getroffen, ja, das war's nicht anderes, mehr weiterzumachen. Ja. Und das muss man erstmal als Start für diese neue Phase jetzt auch sehen. Und auf der anderen Seite ist es klar, dass wir bei einer Regierungsbildung merken, wo wir neu ansetzen müssen, auch für die nächsten Jahre. Und, ist das die Verjüngung, von der wir jetzt alle sprechen? Ja, sie ist 55, sie ist zumindest jünger als die Kanzlerin und ich. Oh, auf der anderen Seite macht es ja die Mischung aus Erfahrung und Jüngeren. Ja. Sie hat aber Erfahrung mit Partei und mit Politik.
und ist sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene respektabel unterwegs gewesen, hat ein tolles Wahlergebnis eingefahren. Ich denke mal, das ist auch ein Schub für die Union. Ich habe auch gedacht, so beim Stichwort Verjüngung, wenn der 55-Jährige einen 43-Jährigen ablöst, dann ist das ja jetzt nicht das, was ich unter Verjüngung verstehe, so ganz klassisch. Ne? Ja gut, wir wollten weiblicher werden, das haben wir ja nun wirklich jetzt geschafft, okay, mit der Vorsitzenden und der Generalsekretärin. Auf der anderen Seite... Das ist schon wieder Altersrassismus eigentlich. Ja, kann man nicht so sagen. Ich bin ja auch älter und deswegen bin ich ja trotzdem voll dabei. Ja. Und will das auch eine ganze Zeit noch machen. Kann man das eigentlich machen, Herr Haseloff, als Ministerpräsident, sein Land sozusagen einfach im Stich lassen? Ja, sie ist vor einem Jahr gewählt worden. Und ich denke, ein gutes Wahlergebnis in dieser Form ist auch mit ihr persönlich verbunden, mit Annegret. Das meine ich. Auf der anderen Seite, wenn eben... Sie hat ja selbst auch gesagt, ich trete ja, hier klar an im Saal, ich bleibe eure Aber Ministerpräsidentin. Es gibt auch eine staatspolitische Verantwortung. Und gerade auch bei den Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen haben wir ja gemerkt, wo momentan der Schuh drückt. Und sie hat richtig darunter gelitten. Sie ist ja über die Partei auch groß geworden. Und das ist sozusagen auch ihr Metier. Und da wollte sie sich einbringen. Sehen wir gleich noch mal drüber, wo der Schuh da gerade drückt. An die Frage an Melanie Amann: Was bedeutet das in Sachen Glaubwürdigkeit, bevor wir auch gleich mal hier in die Runde fragen? Niemand sagt, ich mache das hier, ich bin jetzt eure Ministerpräsidentin. Ein Jahr später, zack, bist du weg. Landesmutter AD. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Saarländer gibt, die das ärgert, die Frau Kramp-Karrenbauer gewählt haben und sagen, also so haben wir uns das nicht vorgestellt, wir finden die gut, wir wollten die haben. Mhm. Aber jetzt ist ja nun mal die Wahl vorbei oder gelaufen. Sie ist auch immerhin ein Jahr dabei geblieben. Montag ist die Wahl dann. Also die Wahl zur Ministerpräsidentin, meinte ich jetzt, aber, oder die Landtagswahl. Aber klar, es kann schon sein, dass da ein Nachgeschmack bleibt. Andererseits, ich könnte mir vorstellen, dass viele ihr auch hoch anrechnen, dass sie ja quasi ohne Netz und doppelten Boden nach Berlin geht. Also sie geht ohne Mandat. Sie hat kein Bundestagsmandat, sie hätte ja im Amt bleiben können. Sie geht stattdessen in ein Amt, das sozusagen, sie gibt sich ganz in den Dienst der Partei, sie ist jetzt quasi Angestellte. Sie ist auch ein bisschen, auch wenn sie jetzt gewählt wird auf dem Parteitag, dann doch ja irgendwie auch an die Person Merkel gekoppelt. Was ist Ihre Erklärung dafür? Vielleicht das Versprechen, das ihr die Kanzlerin gegeben hat? So nach dem Motto, wenn ich mal nicht mehr will, bist du die Nächste? Ich bin sicher, dass das nicht so ausgesprochen wurde. Das wäre, glaube ich, auch nicht Merkels Art. Aber das lag sicher in der Luft. Also so sehr auch beide Frauen auf der Pressekonferenz, ich habe das auch gesehen, verkündet haben, dass beide gesagt haben, das ist doch toll, dass man sich jemand so in den Dienst der Partei stellt und so. Natürlich winkt da im Hintergrund auch das große Ziel Kanzleramt. Aber das fühlen kann man Sie nicht das versprechen. Auch, Herr Haseloff? Ich glaube, dass das derzeit nicht die Rolle spielt. Aber sondern, fühlen Sie das? Ja, ich fühle das nicht so, wie Sie es vielleicht glauben zu fühlen. Schade. Sondern ich denke eher, dass die beiden zwei Seiten einer Medaille sind. Die ergänzen sich. Okay. Merkel braucht jetzt in dieser Phase Annegret Kramp-Karrenbauer. Und auf der anderen Seite hat sie auch gemerkt, dass Saarland zwar wunderbar ist und dass es eigentlich keinen schöneren Beruf gibt, als Ministerpräsident zu sein. Das habe ich auch gestern gesagt, hohen Respekt. Aber auf der anderen Seite merkt sie, wenn es nach vorne gehen soll, dass wir jetzt eine neue Mannschaft brauchen. Und das formiert sich gerade. Nochmal, Micky Beisenherz, Glaubwürdigkeit. Ja, ist halt schwierig, ne? Also man denkt ja auch, man würde in der CDU ja auch jemand anderen finden, der ja nicht zwingend Ministerpräsident ist. Also Jens Spahn wäre ja zum Beispiel jemand gewesen. Das hätte Jens Spahn selber wahrscheinlich auch gedacht, aber der steht Frau Merkel ja bekanntermaßen jetzt nicht so nah. Oder vielleicht... Man weiß es gar nicht so genau. Vielleicht, wenn er noch näher dran gewesen wäre, hätte Frau Merkel auch Angst gehabt. Ja, ist einfach schwierig und ist natürlich in einer Zeit, in der ja die SPD mit ihrem Postengeschacher ja auch dafür gesorgt hat, dass die Leute glauben, dass über den Wunsch des Wählers hinweg entschieden wird. Das hat die SPD mit Frau Schwesig ja auch bereits gemacht. Mhm. In der aktuellen Stimmungslage finde ich das sehr unglücklich. Weil du sagst, da gibt es dann eine Hypothek, die ist ungefähr so groß wie das Saarland. Also es gibt ja viele Sachen. Ich meine, auch die SPD stimmt ja letzten Endes darüber ab, ob es eine GroKo gibt oder nicht. Da gibt es auch viele Bürger, die sagen, eigentlich würden wir das gerne selber entscheiden. Und wir haben ja schon mal gewählt, ne? Ja, sicher. Am 24. September. Ja, man kann sich ja kaum noch dran erinnern. Ne? Ja, es ist wahr, ja. Es war damals fast noch Sommer, bald ist wieder Sommer. Es ist ja wirklich Wahnsinn, was seitdem passiert ist, innerhalb der letzten 4 Wochen alleine. Also auch der Spiegel tatsächlich. Ist von Freitag jetzt schon fast wieder veraltet, möchte man sagen. Der Spiegel ist immer aktuell. Ja, also fast, deswegen ich bestehe. Den Rest guckt man sich ja online an. Aber Familie. Ja, nein, aber das ist tatsächlich, ich finde das in dieser aktuellen Situation, finde ich das, also es ist natürlich
CDU-parteipolitisch ist das sicherlich sehr gut, weil Merkel ihre Nachfolgerin dort aufbaut. Und natürlich weiß Frau Kramp-Karrenbauer das auch. Sie tut ja so, sie argumentiert ja so, als wolle sie jetzt der Partei auch mal etwas zurückgeben. Das ist eine sehr generöse Geste. Aber das Saarland ist halt auch letzten Endes, also ich komme aus Kassel-Brauxel, viel größer ist das Saarland auch nicht. Also man hat dann jetzt gefühlt... Ich überlege gerade, für wen das jetzt eine Beleidigung ist. Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Ich denke mal drüber nach. Das Essen in Kassel-Brauxel ist auch ganz fantastisch. Das zeigt, wie bedeutsam wir Saarländer sind. Ja, absolut. Peter Altmaier. Ja. Oder wie bedeutsam Honecker. Ja. Ne? So, ja, Altmaier, Honecker. Eine, aber die Linie sehe ich nicht. Nein, diese Linie sehe ich nicht. Also für die CDU selbst ist das sicherlich ganz gut, aber für das Empfinden der Bürger, wie momentan Politik gemacht wird, ist das einfach genauso unglücklich wie das, was in der, SPD passiert. Wenn Olaf Scholz aus Hamburg womöglich dann auch noch Minister wird, Finanzminister ist, glaube ich, das Letzte, was... Der hier in der Sendung sagte, auf die Frage, haben Sie da Ambitionen bundespolitisch, ich bin sehr gerne Bürgermeister von Hamburg. Ja, ja. Das stimmt ja auch. Sicher. Das stimmt, ja, aber er ist noch sehr gerne Finanzminister. Ja, ja, genau. Das ist richtig. So. Das ist ja auch... Es ist auch interessant, wenn man im Spiegel dann bei Frau Amann dann Interviews gibt, in denen man spricht, wie der kommende Finanzminister, aber die ganze Zeit mit Abscheu und Empörung zurückweist, dass man Finanzminister werden möchte. Das ist nochmal auch interessant. Wie sieht Matthias Matschke das? Ja, ich glaube, in Deutschland muss jeder Politiker alles können. Weil er muss auf alles gefasst sein. Es kann ein Ministerpräsident bei rausspringen, man kann aber auch Finanzminister werden. Man kann aber auch ein Heimatmuseum, wollte ich fast sagen, ein Heimatministerium gründen. Und das auf Bundesebene, das finde ich den größten Knaller. Sozusagen, wo man noch mal... Wenn Horst Seehofer ein Heimatministerium quasi gründet? Ja, also ich finde es, ein großes Plus ist, dass jetzt offensichtlich Horst Seehofer nicht der kommende Bundeskanzler ist. Also ich wäge mich in dieser halben Sicherheit. Ja, ich fände es toll, wenn das nicht passiert. Okay, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja. Ist Heimatminister nicht sowieso noch viel bedeutender? Ja, ja, ich denke auch. Heimatminister, ja, mit Sicherheit, ja. Es ist eine schöne Erfindung, ne, dieses Heimatministerium, Frau Amann. Hat er ja schon in Bayern erfunden und jetzt sozusagen auf Bundesebene nochmal erfunden. Er hat gesehen, wie gut das funktioniert hat bei dem Mann, der ihn jetzt demnächst ersetzen wird, bei Herrn Söder. Insofern... Ja. Von seinen Gegnern lernen heißt siegen lernen. Gab einen schönen Moment übrigens, Sie haben den gerade angesprochen, Pressekonferenz Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie sprechen die auch so an, oder? Sagen Sie AKK? Nee, Annegret sage ich. Ich finde das fürchterlich, AKK dieses ist AKK. Aber man stolpert immer wieder drüber. So eine Doppelnamen, die mehrheitlich ja am Westen üblich sind, die müssen wir... Hör ich da eine leise Kritik an Doppelnamen? Ja, auf jeden Fall. Man sollte sich irgendwie einigen. Sagt der Mann aus Sachsen-Anhalt, auch nicht schlecht. Ja. Das ist schön. Aber wenn sie dann noch mal Kanzlerin wird, dann heißt sie ja KKK. Und dann ist Donald Trump begeistert, sie zu empfangen im Weißen Haus. Also von daher... KKK. Ja. Ja. Los nicht. Das wollen wir uns jetzt alles nicht ausmalen. Aber also die Verwirrtheit in Berlin im Moment ist wirklich raumgreifend, muss man sagen. Und einen Moment gab es jetzt auch sogar mit der Kanzlerin, die normalerweise alles auf dem Radar hat. Aber dann kannte sie irgendwie ihr eigenes Leben plötzlich nicht mehr so richtig. Schauen Sie mal. Sehen Sie denn sich selbst, also auch nochmal die Frage, als normale Generalsekretärin, oder würden Sie sagen, Sie fangen da schon eine neue Tradition an? Sie sind jetzt die zweite Frau in diesem Amt, Sie waren Ministerpräsident oder sind es noch? Sie haben ja schon eine gewisse Vorgeschichte. Sie ist oder? Die erste Frau in dem Amt. Also jede Generalsekretärin und jeder Generalsekretär der CDU Deutschlands hat bisher sein ganz eigenes... Entschuldigung. Das war eine echte Fehlleistung. Oh je. Das ist in der Tat die zweite, ja. Ich finde das sehr sympathisch. Total. Ja. Sie war halt aber Kanzlerin. Ja. Wann haben Sie das letzte Mal so herzhaft lachen sehen? Oder anders gefragt, war das jetzt die Charmeoffensive fürs ganze Jahr schon, die wir da gesehen haben? Nee, jetzt geht es richtig los. Aber sie hat, die Kanzlerin, gestern seit vielen, vielen Wochen, wenn nicht sogar Monaten, wirklich so entspannt gewirkt, wie ich sie eigentlich nur aus ganz frühen Zeiten kenne. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Aus ganz frühen Zeiten? Also frühen Zeiten. Sie beide sind ja sehr nah, ne? Ja, wir sind lange unterwegs, wir sind ein Jahrgang, wir haben das Gleiche studiert, genau. Und ja, doch schon eine ganze Reihe von Jahren im Geschäft.
Auf der anderen Seite ist es so, dass man merkt, dass mit dieser Entscheidung wirklich ein Stein vom Herzen gefallen ist, weil sie jetzt eben auch weiß, dass Dinge abzudecken sind, auch in den nächsten Jahren, die sie möglicherweise allein nicht schafft. Und man braucht ein Team, und dazu gehört eben auch Annegret. Kann man, Herr Haseloff, Politik, das, was da passiert, erklären Sie sich gegenseitig das manchmal mit Physik, mit physikalischen Vergleichen? Na gut, wir gehen relativ systematisch ran und man denkt ein Experiment immer vom Ende her durch. Zumindest ist es bei mir so. Sie hat theoretische Physik gemacht, ich habe Experimentalphysik gemacht. Und das ergänzt sich auch manchmal ganz gut. Also sie hat es vom Kopf her gedacht und Sie haben es wirklich gemacht. Sie hat mehr modelliert und gerechnet, während ich sozusagen meine Laseraufbauten hatte und wirklich gemessen habe, um dann die Modelle, die sie möglicherweise berechnet hat, auch zu überprüfen. Auch das ist eine Ergänzung in der Politik. Was haben Sie da gemacht? Laser? Ja gut, wir haben mit Infrarotlasern haben wir Schadgase gemessen. Das heißt also, im infraroten Bereich haben die Gase ja Schwingungsrotationsbanden. Und wenn man die ausmisst, kann man die Konzentration messen von ansonsten nicht sichtbaren Molekülen. Das heißt, Sie wären der Mann für die VW-Abgasaffäre? Zum Beispiel hätte man das anders machen können. Hätte man, ja. Interessant. Das sehe ich nicht. Aber das ist schon viele Jahre her. Ja. Ich habe sie jedenfalls noch lange nicht so entspannt gesehen. Und das ist auch für uns wichtig. Wir brauchen eine fröhliche Kanzlerin. Gute Laune in der Politik. Wenn Politik keinen Spaß mehr macht, dann leidet ein ganzes Volk, dann leidet möglicherweise sogar Europa. Aber das ist ja nun doch bezeichnend, dass man, also man merkt halt, ihr scheint ja wirklich ein Stein vom Herzen gefallen zu sein, dass ihr diese Personalie geglückt ist. Ich glaube, auf mich wirkte sie auch fast so übermütig, dass es ihr gelungen war, das so lange unter dem Teppich zu halten, dass das eben nicht durchgesuppt ist. Und ich meine, auch wenn jetzt noch so oft betont wird, das sei toll für die CDU, ist es doch letztlich so, es ist ein Befreiungsschlag für Merkel. Und sie hat diese Person da jetzt nicht in Klammern nur hingesetzt, weil das die perfekte Strategin für die Partei ist, sondern das ist eine Stütze für sich selbst auch. Und das ist jemand, mit dem sie auch erstmal Druck aus dem Kessel genommen hat in dieser ganzen Personaldebatte und so. Das ist noch nicht schlecht. Wir sind in der aus Politik. Aus wessen Perspektive, ja. Ja, also, wir sind ein Team. Keiner kann alleine Politik machen. Aber Frau Amann hat ja gesagt, die stützen sich jetzt gegenseitig. Also so in der Art von zwei Skifahrern, die diesen Oberschenkelhalsbruch haben beide. Sie haben große Gemeinsamkeiten, aber sie haben auch große Unterschiede. Und das ergänzt sich, wenn wir in der Volkspartei erfolgreich weiter sein wollen, dann müssen wir sehr breit aufgestellt sein, beide Lungenflügel. Also es wertet das Amt enorm auf jeden Fall, weil vorher die bisherigen Generalsekretäre oder insbesondere die letzten beiden waren eben sehr loyale, mehr Sekretäre als Generäle, wie es immer hieß. Die haben dann am Morgen quasi den Tagesbefehl aus dem Kanzleramt bekommen. Also das war wie so eine Außenstelle, da war die Parteizentrale wie eine Außenstelle von Frau Merkel im Kanzleramt sozusagen. Und jetzt mit Kramp-Karrenbauer, da kann sie eben jetzt nicht so durchregieren. Ist ja auch wichtig, da die Reihen zu schließen, Herr Haseloff, weil so von links und rechts, also ich sag mal von der Bande, ja, so am Fußballrand, Fußballfeldrand, so rum, da wird ja ordentlich gemeckert und gemosert. Soll ich mal kurz vortragen, das Beste der letzten Tage? Norbert Röttgen, inhaltliche Entleerung. Roland Koch, es bleibt die Botschaft, dass die CDU alles mit sich machen lässt, um an die Regierung zu kommen. Volker Rühe, Merkel hat für die Zukunft der CDU und darum sollte es ihr mehr gehen als um die eigene Gegenwart, desaströs verhandelt. Und Merz, wenn die CDU diese Demütigung auch noch hinnimmt, dann hat sie sich selbst aufgegeben, mit Blick auf den Koalitionsvertrag. Wer hat recht? Also der Koalitionsvertrag ist in Ordnung. Das kann ich wirklich sagen. Wir haben hart verhandelt. Wenn man sich mal das... Wer hat hart verhandelt? Ja, auch die CDU und die CSU. Wenn man sich das Sondierungsergebnis ansieht, da hießen wir die Sieger. Die Medien schrieben plötzlich, die CDU, CSU hat sich durchgesetzt. Jetzt haben wir diese Sondierungspapiere umgesetzt in einen Koalitionsvertrag, faktisch eigentlich nur aufgeweitet. Und jetzt sind wir plötzlich, nur weil es da auch eine Ressortdiskussion, die ich nicht kleinreden möchte, gegeben hat, sind wir plötzlich die Verlierer. Und da muss ich sagen, meine kommunalen Ebenen sagen ganz klar, wir können damit sehr gut leben. Gut, Sie müssen damit leben. Auch unsere Wirtschaft, auch unsere Energiepolitik und so weiter und so fort sagen ganz klar, das sind Formulierungen mit Augenmaß. Und ich stehe zu diesem Koalitionsvertrag. Dass alles andere danach im Rahmen der Kompromissfindung etwas komplizierter ist mit drei Partnern, ist ebenfalls klar. Aber sind Sie ernsthaft hinter diesem oder stehen Sie hinter diesem Koalitionsvertrag? Ich stehe hinter diesem Koalitionsvertrag. Außenministerium weg, Finanzministerium weg. Das ist doch der Appendix des Koalitionsvertrags. Der Koalitionsvertrag benennt die Projekte, benennt die Strategien und auch die Zukunftsthemen, die es übrigens auch gibt. Die 178 Seiten sollte man wirklich mal lesen. Gar keine Frage. Zusammenfassung. Aber es ist ja entscheidend, wer da drin sitzt oder nicht. Ja, und der kann auch nur
das umsetzen, was vorher vertraglich gebunden und was unterschrieben ist. So ein Finanzminister kann doch nicht losgehen und mit dem Euro machen, was er will. Das haben wir fixiert. Wir haben im Prinzip klar unsere Schuldenbremse bekannt. Das heißt, und so weiter. Das heißt, die SPD weiß nur noch nicht, dass es völlig egal ist, wer im Finanzministerium sitzt? Das ist nach wie vor ist die Rolle der Kanzlerin oder des Kanzlers in Deutschland sehr, sehr stark. Es gibt eine klare Richtlinienkompetenz. Auf der Basis eines Koalitionsvertrages kann gute Politik gemacht werden. Dass natürlich Personen und auch Ressortzuschnitte bzw. Zuordnung auch eine wesentliche emotionale Rolle spielen, ist auch klar. Aber ich sage Ihnen, es war mit Wolfgang Schäuble als Finanzminister für einen Ministerpräsidenten eines Bundeslandes nicht einfacher, als es mit Olaf Scholz sein könnte. Sein wird. Sein wird. Noch müssen wir ja die SPD-Basis abwarten. Ja. Aber wenn es denn so kommt, dann werden wir auch mit ihm ringen, aber werden auch gute Lösungen finden, weil er unsere Ebene kennt. Wir haben auch den Bündner Finanzausgleich im kleinen Kreise auch durchverhandelt. Man kennt sich über viele Jahre, man weiß, was jetzt ansteht. Ich habe da überhaupt keine Angst. Wir werden gute Politik machen, auch für beide Volksparteien. Auch die SPD ist dadurch wieder revitalisierbar. Aber wenn diese Unterschiede so marginal sind, dann ist es ja im Grunde schon fast egal. Also dann stimmt doch dieser Spruch, dass Angela Merkel die erfolgreichste Sozialdemokratin Deutschlands ist. Nein, sie ist die erfolgreichste Kanzlerin, weil sie nach Helmut Kohl die längste Amtszeit auch aufzuweisen haben wird, wenn sie dann 16 Jahre regiert hat. Da ist durchaus ja, denke ich mal, unser Optimismus ausreichend groß, dass wir sagen, wir brauchen eine starke Bundesregierung. Und wer ist die Alternative in Deutschland? Ich erlebe Sie gerade kämpferisch, Herr Haseloff, ja. Aber ich merke, das ist trotzdem ein Wunderpunkt. Da gärt es doch in der Partei. Ja, es ist klar, dass wir sind jetzt 63, 64, unsere Jahrgänge, natürlich noch Thomas de Maizière mit dazu. Natürlich machen wir uns mittel- und langfristig Gedanken, wie der Staffelstab auch weitergegeben werden kann. Sie klingen so wie jemand, der froh ist, wenn es bald vorbei ist. Nein, ich hoffe nicht, ganz im Gegenteil. Sondern wir wollen jetzt geht's erst richtig los. Jetzt ist eine Mischung da aus erfahrenen Politikern und Jüngeren. Das werden Sie sehen nächste Woche, wenn wir dann das Kabinett offeriert bekommen. Wird Jens Spahn Minister, wissen Sie schon? Das wissen Sie nicht und das weiß ich auch noch nicht. Aber Sie haben ihn angesetzt zu einem Nicken. Aber er wird auf jeden Fall durchaus das Potenzial in Zukunft haben, durchaus mal eine wichtige Funktion wahrnehmen zu können. Und das Amt wächst einem zu. Ich überlege gerade, was das heißt. Als Politiker ist es immer so, das Amt wächst einem zu. Ja. Man kann es sich nicht gewaltsam nehmen. Und das Zuwachsen heißt, dass man eine Pflanze in der Vegetationsphase nicht großziehen kann. Dann zieht man es nämlich raus, sondern man muss es wachsen lassen. Und so etwas muss auch gedeihen. Und das heißt, das muss man in der Politik auch aushalten können, auch mal warten können. Das kennt Jens Spahn auch Ihren biologischen Hintergrund? Kennt er diese Gärtnervergleiche, die Sie da gerade machen? Ich hoffe, dass er auch mal einen Garten gesehen hat. Er kommt ja aus dem Münsterland und ist ein agrarisch geprägtes Ländchen. Aber das heißt, er muss noch ein bisschen warten. Nein, das habe ich damit nicht gesagt. Für jeden gibt es die richtige. Wann blüht denn diese für Pflanze? Für jeden wird es die Funktion geben, die für Deutschland nötig und gut ist. Also wird er in 18 Jahren Generalsekretär. Möglicherweise. Gut gerechnet. Ja. Ja, ja. Dann muss er aber erst mal vorher, erfolgreicher Ministerpräsident auch werden. Da bin ich mir ganz sicher, dass ihm das gelingt. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt schon mal wissen, dass Herr Haseloff auch einen grünen Daumen hat offensichtlich. Jens Spahn werden wir das noch mitteilen bei nächster Gelegenheit. Trotzdem, ich habe ja Grüne bei mir in der Koalition. Ich bin ja die erste Kenia-Koalition, die es gibt. Schwarz, Rot und Grün. Ja. Funktioniert bisher ganz gut. Sicherlich ist es nicht einfach, ist ja auch ein Versuch wert. Aber Sie machen das da sehr geräuschlos und erfolgreich. Ja, ich denke mal, wir machen das ganz gut. Ja, absolut. Interessant, ne? Die Wahrnehmung, dass eigentlich doch die CDU die Wahlen gewonnen hat. Also, wir haben die Wahlen gewonnen. Also man muss Frau Kramp-Karrenbau zugutehalten, dass sie den Schulz-Zug gestoppt hat. Das ist schon etwas, was ihr gelungen ist. Also die Wahl im Saarland fand statt zu einer Zeit, als Herr Schulz noch auf dem Höhenflug war. Ich weiß noch, wir haben damals hier in der Sendung drüber gesprochen. Und es war jemand, einer Ihrer Kollegen, der sagte, das Ende der SPD könnte hier und heute mit dieser Wahl begonnen haben. Das Ende von Martin Schulz, sowas. Insofern, und Sie, so sehr auch das jetzt ein Risiko für Sie ist, vielleicht ohne Mandat da in Berlin zu sein, sie hat ja schon mal auch eine riskante Entscheidung getroffen in ihrer Vergangenheit. Sie hat diese Jamaika-Koalition im Saarland platzen lassen, gegen den Wunsch und Rat von Angela Merkel, hat danach die Wahl gewonnen, ist wieder Ministerpräsidentin geworden. Also sie... Die ist auch schon risikoaffin. Ganz kurz, bevor wir gleich über die AfD sprechen, mit der Sie ja, die Sie ja nun wirklich näher kennen, weil Sie auch bei Ihnen im Landtag sitzen und die Opposition anführen. Micky, wie beobachtest du? Du bist sozialdemokratisch doch eher sozialisiert. Kann man das so sagen? Ich, ganz ehrlich, ich habe die sogar gewählt zuletzt.
Aus Mitleid. Ihr habt sie tatsächlich aus Mitleid gewählt. Ja. Doch, aus Mitleid schon. Ja, weil ich, weil ich tatsächlich nicht wollte, dass sie unter 20% rutschen. Von daher, das ist mir bis dahin noch gelungen. Ja, es ist, die letzten Wochen sind natürlich aus sozialdemokratischer Sicht wahnsinnig schwierig, weil sie natürlich diesen Koalitionsvertrag ja eigentlich, sie haben das ja sehr siegreich gestaltet. Die haben ja auch tatsächlich sehr viele sozialdemokratische Inhalte in diesen Vertrag hinein diktiert und haben es sich selber kaputt gemacht, indem Schulz und Gabriel um den Posten des Außenministers gerangelt haben, als ging es um die Kreissparkasse Würselen. Also es war wirklich, ja, es ist unwürdig. Und da muss man tatsächlich sagen, das war ja schon fast typisch männliches Postengeschacher, wie man das ja eigentlich... Also es wird ja vieles momentan bei den aktuellen Umfragewerten Frau Nahles untergeschoben. Also kaum ist Andrea Nahles designierte Parteivorsitzende, kommen die Umfragen und dann heißt es ja Umfrageschock für Nahles. Also den Mist haben tatsächlich wirklich in erster Linie Gabriel und Schulz zu verwalten. Das muss man schon ganz klar sagen. Also das hat mit Nahles meines Erachtens noch nicht viel zu tun. Ich beobachte gerade das leicht diabolische Grinsen von Herrn Haseloff. Ich glaube tatsächlich, also ich meine, Frau Merkel hatte nicht viel zu lachen in den letzten Wochen, aber die dann doch eskalationsunbegabte Angela Merkel wird vielleicht doch abends irgendwann da auch gesessen haben und gedacht haben, ey, diese Typen mit ihrem peinlichen, testosterongeladenen Förmchen-Gerangel, das wäre ihr in der Form natürlich so nicht passiert. Und eigentlich im Grunde genommen gibt es bei der SPD, bei dieser ganzen Geschichte, die im letzten Jahr im Januar angefangen hat, nur einen einzigen Gewinner. Und der sitzt im Schloss Bellevue und sagt, ein Glück, dass ich mit dem ganzen Mist überhaupt nichts mehr zu tun habe. Steinmeier. Möglicherweise, wobei der eine tolle Rolle gespielt hat, finde ich, im ganzen Prozess. Ganz grundsätzlich ein letzter Blick auf Andrea Nahles, von der du sagst, der letzte aktive Vulkan aus der Eifel. Wie findest du das? Ich bin ja nun jetzt auch alles andere als ein Experte. Jeder, der mich kennt, wird das wissen. Aber es wird ja in der Regel immer nachgesagt, dass sie fachlich sehr gut ist. Sie hat ja auch viele Sachen durchgebracht und sie kann ja auch sehr gut. Arbeitsministerium, ne? Genau. Und sie kann ja auch sehr gut, auch mit Menschen aus der CDU, auch mit der Kanzlerin. Das ist ja super. Aber jetzt wird es ein bisschen plump, aber ich sage es trotzdem. Sie ist halt so ein bisschen der Lothar Matthäus der SPD. Das heißt, man lacht schon, wenn man den Namen hört, obwohl sie ja fachlich eigentlich ganz gut ist. Und wenn man bedenkt, dass die Menschen natürlich, und jetzt auch im Hinblick auf eine mögliche Kanzlerkandidatur, halt eben dann doch auch Personen wählen, dann halte ich das tatsächlich für schwierig, weil ich diesen schrillen Ton, und ich versuche es immer wieder, ich setze immer wieder an und denke, versuche es auf einer sachlichen Ebene zu betrachten. Sagt wieder jemand Badgie. Es ist wirklich, und es kommt ja regelmäßig. Es kommt ja regelmäßig so ein Badgie, so ein Pippi Langstrumpf. Und die haben doch einen Vogel auf der zweiten Silbe betont. Das ist einfach sehr schwer zu hören. Ich kann mich nicht dran gewöhnen. Ich weiß es nicht. Aber man muss auch ganz klar sagen, und da lege ich wirklich Wert drauf, es ist jetzt keine rein weibliche Geschichte. Als Frank-Walter Steinmeier im Wahlkampf 2009 war es, als er den Gerhard Schröder gegeben hat und da mit schwitzendem Hemd stand und rumgebrüllt hat, das war auch wirklich ein Schauspiel, das war unwürdig, es war traurig und auch da hat man gesagt, lass es bitte, das bist nicht du. Und auf einer anderen Ebene geht es mir mit Andrea Nahles halt eben auch so. Von daher, andererseits bei der SPD, wer soll es denn machen? Ich sehe das ja interessanterweise nicht. Auch mein Blick auf Andrea Nahles ist tatsächlich meine Wahrnehmung, auch so aus persönlichen Gesprächen, ist irgendwie eine leicht andere. Ich habe das Gefühl, dass jemand, der sehr genau weiß, wie Macht funktioniert, wie man Macht taktische Spielchen spielt. Und das wird spannend sein, jetzt zu sehen, ob Sigmar Gabriel, der sie, glaube ich, nicht gut behandelt hat, als sie seine Generalsekretärin war, ob der noch mal Außenminister wird. Ja, und ich meine, die Anforderungen an Spitzenpolitiker generell sind ja unfassbar mittlerweile. Also die sollen nicht nur irgendwie nett aussehen und witzig sein und irgendwie kompetent sein, sondern die müssen in jeder Situation präsentabel sein. Die sind ständig unter Beobachtung. Mhm. Also ohne jetzt zu viel Mitleid zu haben, denn der Politikerberuf hat ja auch angenehme Seiten, ist es doch, finde ich schon, dass man da auch mal... Also ich muss sagen, ich habe da schon einen gewissen Respekt. Vielleicht das Nächste, genau. Ich gehe da schon mit einem gewissen Respekt dran. Also es gibt Politiker, bei denen ich frage, kann ich mal mit ihnen telefonieren? Dann sagen die ja, ich kann noch morgen zwischen 7 und 8, bevor ich im Morgenmagazin bin. Und sonst bin ich den ganzen Tag durchgetaktet. Oder sie können gerne heute anrufen, ich bin nämlich krank zu Hause oder so. Also das ist schon ist es noch, eine ein Ist es noch Politik Pensum, oder ist es schon Masochismus? Man weiß es manchmal nicht so genau. Oder 50 Shades of Grey. Wir haben vorhin gerade das Stichwort, ist mehrfach gefallen,
über die AfD gesprochen, Herr Haslauf. Und wir haben da letzte Woche, Sie waren dort, ne? Beim politischen Aschermittwoch. Genau. Wo war das genau? Wo hat das, das genau war, stattgefunden? Das war auf dem platten Land, in einem Ort bei Pirna in Sachsen. Aber Pirna. Also die AfD hatte mehrere politische Aschermittwoche. Es gab auch einen in Bayern, aber der, bei dem ich war, der war in Sachsen, in einer Bauhalle, wo sonst tatsächlich so Gedöns lagert, also Baustoffe lagert. Die haben die tagelang ausgeräumt und sauber gemacht, weil es eben auch keine andere Location der Größe gab, die man der AfD vermieten wollte, die der Eigentümer vermieten wollte oder konnte. Und deswegen ist dieser Unternehmer eingesprungen und hat diese Halle, die eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, Leute aufzunehmen, komplett gefüllt. Also da waren 1200 Leute drin. Da haben wir das Foto davon. Und wir hören mal kurz rein, speziell über die eine Rede von André Poggenburg wurde viel gesprochen. Da hat sich doch tatsächlich die türkische Gemeinde in Deutschland herabgelassen und ebenfalls wie die Linken gezetert gegen dieses geplante Heimatministerium und lehnt dieses mit dem Hinweis auf unsere deutsche Geschichte ab. Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch, von denen sie bis heute keine Verantwortung übernehmen. Und die wollen uns irgendetwas über Geschichte und Heimat erzählen. Sie spinnen wohl. Gescheitert ist und dass diese unsägliche doppelte Staatsbürgerschaft logischerweise nichts anderes hervorbringen kann als Heimat- und Vaterlandsloses Gesindel, das wir hier nicht länger haben wollen. So, Frau Amann, wir haben das absichtlich mal ein bisschen länger stehen lassen. Gab immer nur ganz kurze Ausschnitte in den Nachrichten zu sehen. Was war das für eine Atmosphäre da drin? Wie haben Sie das erlebt? Also ich stand nicht unten im Publikum, sondern auf einer Tribüne hinten, die so aus Holz zusammengezimmert war, aus Paletten, und konnte deswegen den ganzen Raum von oben sehen. Und es war die ganze Zeit eine unglaublich aufgeheizte Atmosphäre. Also die Rede von Poggenburg war die härteste, würde ich sagen. Die anderen Reden fand ich jetzt für Aschermittwochsverhältnisse gar nicht mal so übel, oder also so schlimm sozusagen. Das Publikum war aber auch ohne Ausfälle schon aufgeheizt genug. Denen musste nur ein Stichwort hingeworfen werden und die sind ausgeflippt auf eine Weise, wie man sie da jetzt auch abschieben gesehen hat. Abschieben wird dann das skandiert am Wenn Ende. Es um Deutsch-Türken geht, abschieben, abschieben. Wenn irgendwie es um Medien geht, Lügenpresse. Wenn der Name Merkel fällt, Volksverräter. Also das war durchgehend diese unglaublich aufgeheizte Atmosphäre. André Poggenburg ist das. Das ist der Mann, der bei Ihnen im Landtag die Opposition anführt. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen, Herr Haseloff? Sie kennen diesen Mann ein bisschen näher. Ich kenne ihn ja und er erlebt das ja in jeder Landtagssitzung in mehr oder weniger deutlicher Schärfe. Das ist ja natürlich extrem gewesen. Und ich kann nur davor warnen, das sozusagen für einen Aschermittwochsausbruch zu halten. Jedes Wort ist ein gezielt gesetztes Wort. Und das ist nicht sozusagen einfach so runtergeredet worden. Er hat ja auch ein Manuskript da gehabt, sondern das ist alles gut vorbereitet. Die sind gut geschult. Und selbst diese Brutalität, mit der hier uns entgegengekommen ist, ist Bestandteil eines ganz klaren Szenarios, was die AfD entwickelt. Und die Schrillheit und Brutalität führt auch dazu, dass es eine mediale Widerspiegelung gibt, die eigentlich dieser Gruppe gegenüber der restlichen Bevölkerung, die große Mehrheit darstellt, nicht entspricht. Das ist sozusagen die schrille Minderheit, um jetzt mal das in einem anderen Zusammenhang zu gebrauchen, oder was ist das? Weil Minderheit kann man ja nicht mehr sagen, wenn man sich mal die Umfragewerte anschaut. Die Prozente sind in ganz Deutschland
nicht akzeptabel, in Ostdeutschland besonders nicht. Aber auf der anderen Seite muss man erstens sagen, es gibt muss eine ganz klare Abgrenzungsstrategie geben, die auch zum Ausdruck bringt, dass man mit denen nichts gemein hat und keine Politik machen kann. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das jetzt so eine völlige Ausnahme ist. Also vom Stil her, vom Ausbruch her, wenn man diese emotionale Aggressivität sieht, ist das sicher nicht repräsentativ. Aber die Haltung, die dahinter steht und die Aussage dieser Rede, dass Leute mit zwei Pässen keine echten Deutschen sind, dass Deutsch-Türken keine echten Deutschen sind, es sei denn, sie verhalten sich ruhig und brav. Vaterlandsloses Gesindel. Er meint damit auch Leute wie mich zum Beispiel. Ich habe zwei Pässe. Zum Beispiel. Ja, wobei sie, denke ich mal, gute Pässe haben. Ne? Also sie sind ja nicht die bösen Pässe, sie sind ja kein Muslim. Insofern sind Leute aus muslimischen Ländern, das sind ja die, aus deren Sicht, glaube ich, die das Problem sind. Die würden ja nicht sagen, Deutsch-Amerikaner ist ein vaterlandsloser Doppelpass Gesell. Doppelpass ist Doppelpass, hat er ja nicht gesagt. Es geht ja immer um diesen aber großen natürlich meinen Holzhammer, die damit bestimmte tote. Gruppen und nicht... Ja, es ist das gezielte Aufheizen von Emotionen. Und von, sagen wir mal, fast archaischen Dingen, die wir dachten, überwunden zu sehen in unserer Zivilisation. Ja. Und die spielen jetzt plötzlich wieder eine Rolle. Sie haben ja mal, ich fand das ganz interessant, in einem Interview gesagt, wir dachten am Anfang, wir können die argumentativ stellen. Ich habe mittlerweile, sagen Sie, für mich erkannt, das funktioniert gar nicht. Weil die hören dir gar nicht zu, diese Leute sind auch nicht zu erreichen. Meine große Frage wäre, seit 15 Jahren regiert die CDU sozusagen durchgehend in Sachsen-Anhalt. In Sachsen sogar die ganze Zeit. Was ist dort eigentlich passiert? Die Gegenfrage, die ich stellen könnte, Winfried Kretschmann, ein Grüner, hat in Baden-Württemberg regiert und trotzdem gab es da Direktmandate der AfD in der reichsten Region dieser Welt. Also ich würde es nicht mal so sehr regionalisieren. Es ist ein gesamtdeutsches Thema, für uns in Ostdeutschland ein besonderes. Ich bin nicht weiß jemand, der dazu neigt zu sagen, das ist ein ostdeutsches Phänomen. Wir können auch Ingolstadt zum Beispiel nehmen, ja, wo man nicht mehr argumentieren kann und sagen kann. Die Strategie, die dahinter steht. Die Strategie besteht darin, dass sie eben nicht mit uns in einen demokratischen Diskurs eintreten wollen, sich möglicherweise von Argumenten überzeugen lassen wollen, aber sondern sie wollen stattfinden und wollen ihre Ideologie transportieren. Aber noch mal die Frage, wenn Sie auf Ursachenforschung gehen, was finden Sie dort? Was ist der Grund dafür, dass diese Saat auf so verheerende Weise, wie ich finde, wenn man das hört, aufgegangen ist? Als Adamestiner? Mich ehrlich gesagt schockieren die Leute, die da unten stehen und skandieren. Wenn ich diese Gesichter sehe, das entsetzt mich mehr als das, was da oben auf der Bühne stattfindet. Das ist richtig, da kann ja noch Angst werden. Ja. Nein, aber was ist da passiert? Wir müssen natürlich auch, sagen wir mal, sehr selbstkritisch als regierende Parteien, egal in welcher Konstellation, auch die beiden großen Volksparteien, müssen sich fragen, was haben sie dazu beigetragen, dass bestimmte Themen überhaupt so instrumentalisierbar sind? Es ist ja nicht so, dass wir in den letzten 2-3 Jahren alles richtig gemacht haben. Und dass wir bezüglich... Worauf schauen Sie da? Auf Herbst 2015? Ich denke das, was sozusagen auch in der medialen Widerspiegelung, was die Schwerpunktsetzung der Themen anbelangt, dort insgesamt gelaufen ist, war auf der einen Seite ein hervorragendes Management mit unwahrscheinlich viel Ehrenamt, aber auch hauptamtlicher Professionalität, aber auch in gewisser Weise eine Überforderung dessen, was die Zahlen anbelangt, dass wir oftmals den Eindruck vermittelt haben, wir haben das Ganze nicht mehr im Griff. Und das darf nicht mehr passieren. Und deswegen ist auch der Koalitionsvertrag, da sind wir wieder beim Anfangsthema, auch genau zu diesem Thema sehr konkret, wenn es darum geht, dass wir unsere humanen Grundwerte nicht in Frage stellen lassen, aber das Ganze so bewältigbar machen, dass die Menschen zu großen Teilen und in der Mehrheit dass die das Vertrauen haben, dass wir so etwas auch managen können. Aber noch mal die Frage, wie soll dieses Vertrauen entstehen, von dem Sie da gerade sprechen, wenn wir dann zum Beispiel als interessiertes Publikum mitkriegen, da steht jetzt dann so eine Zahl im Koalitionsvertrag. 180.000 bis 220.000 Obergrenze, sagt Horst Seehofer und stellt sich vor die Presse und sagt, gut, dass wir jetzt eine Obergrenze haben oder irgendjemand anderer hat es gemacht, wie auch immer. Dieselbe Zahl wird benutzt von der SPD, derselbe Vertrag, dieselbe Formulierung, man geht raus und sagt, gut, dass wir keine Obergrenze haben. Verstehen Sie, dass wir da wissen, Verwirrung dass, entsteht? Dass sozusagen das klare Quantifizieren solcher Dinge nie im realen Leben 100%. Aber warum lassen Sie das zu als Politik? Ja, ist das ein Fehler? Nein, wir müssen aber trotzdem... Ist das ein Fehler, da nicht klar zu sprechen, klar in der Sprache zu sein? Klar sprechen heißt ja auch, dass wir sagen, was ist im Prinzip die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft? Wenn das alles funktionieren soll, einschließlich Arbeitsplätzen, einschließlich sozialer Standards, die wir auch für die zu uns kommenden Menschen auch sicherstellen wollen. Und da hat Deutschland sicherlich mehr Reserven als Polen, Ungarn oder andere
Länder. Das ist klar auch eine Vorbildwirkung. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass es dort natürliche Grenzen gibt, wo du ab einer bestimmten Stelle wieder Zelte aufbauen musst, wie wir das auch in unserem Land machen mussten. Was mir nicht zufriedengestellt hat. Nochmal die Frage, Herr Haseloff, an dem Punkt. Warum gibt es dann zum Beispiel jetzt, das wäre doch ein starkes Signal gewesen, nicht mal ein Migrationsministerium? Warum gibt es sowas nicht? Ja, gut, das ist eine der ganz großen Fragen der nächsten Jahrzehnte. Warum gibt es sowas nicht? Warum stattdessen führen wir, ist ja in Ordnung, ein Heimatministerium einzuführen, meinetwegen. Aber das ist doch eine ganz zentrale Frage. Warum macht man das nicht? Aber das Migrationsthema ist ein Querschnittsthema. Wir haben das jede Woche im Kabinett bei mir. Aber Sie verstehen, was ich meine. Ja, weil mehrere Ministerien da in der Verantwortung stehen und immer wieder auch koordiniert werden müssen. So wie wir uns gerade in diesen harten 2 Jahren fast monatlich im Kanzleramt getroffen haben, alle Ministerpräsidenten, alle zuständigen Bundesministerien, und haben dort überlegt, wie wir das Thema lösen. Ich weiß auch, dass Sie jemand sind, der da sehr früh auch gewarnt hat. Trotzdem noch mal eine Nachfrage an dem Punkt. Ist es Wasser auf die Mühlen der AfD, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe allein in meinem Land, Sachsen-Anhalt, habe ich mehrere tausend Leute, die eigentlich abgeschoben werden müssten. Aber sie werden nicht abgeschoben. Warum nicht? Woran hapert sowas? Das liegt an der Aufnahmebereitschaft der Länder, die diese Bürgerinnen und Bürger zurücknehmen müssten, weil sie nicht nach regulären rechtlichen Grundlagen bei uns sind. Aber alle 2 Wochen sitzt hier jemand und sagt dann sehr, sehr überzeugend, wenn Leute kriminell werden, wenn man den Nachweis geliefert hat, dass man nicht Teil dieser Gesellschaft werden kann und will, dann wird in Zukunft einfach abgeschoben. Das findet aber nicht statt. Ja, und das sollte man nicht so locker sagen, weil wir wissen, dass es nicht so einfach umsetzbar ist. Und das fängt beim Außenministerium an. Es müssen Verträge geschlossen werden. Es muss Fluchtursachenbekämpfung passieren, das ist ganz klar. Es ist die Völkergemeinschaft insgesamt, auch die UNO, in besonderem Maße auch noch mal hier gefordert. Es gibt da auch keine Ideallösung. Aber es muss zumindest politisch kommunizierbar sein, dass wir einen Kontrollverlust in dieser Form, wie wir ihn hatten, der die AfD erst nach der Euro-Krise, wo sie fast schon weg waren, wieder stark gemacht hat, nicht wieder passiert. Es ist auch eine Frage der Verantwortung, dass wir unsere Demokratie stabil halten. Und wir wissen, wie schnell es passieren kann, dass 2-stellige Prozentzahlen in den Landtagen, fast aller deutschen Landtage, dort präsent sind und inzwischen auch 2-stellig im Bundestag. Mhm. Wie reagiert der Humorist darauf, Micky? Oder anders gefragt, du bist auch jemand, der sich da häufig auch im Netz klar positioniert. Was erlebst du dann? Was kommt da zurück? Also jetzt zuletzt gab es ja auch diesen Tweet von Alice Weidel, die dann Dennis Yücel abgesprochen hat, ein Deutscher zu sein und auch noch Journalist zu sein. Also ich meine, man kann ihn übrigens auch bedauern, wenn er jetzt einfach Türke gewesen wäre und nicht Deutsch-Türke oder Deutscher. Das ist ja völlig egal, spielt ja gar keine Rolle. Das ist ja jetzt, das hat ja wenig Erregungspotenzial. Aber es ist schon eine gewisse Dreistigkeit, wenn die Öffentlichkeit mitkriegt, dass da eine deutsche Regierung sich einsetzt. Das macht sie ja nur, wenn es einen deutschen Staatsbürger betrifft, sich dann hinzustellen und zu sagen, sind übrigens Fake News, der ist weder Deutscher noch Journalist. Das muss man sich erst mal trauen. Ich tue mich schwer damit, weil normalerweise würde man oder ich würde mich dann gleich mit aufregen und würde natürlich auch dieses Ding reposten, retweeten, verbreiten. Mhm. Und dann gibt es aber dann doch situativ bedingt dann den Moment, wo ich denke, nee, ich möchte dem jetzt eigentlich keinen Raum bieten. Weil klar, zur Stärkung einer Marke, zur Weiterverbreitung einer Marke werden ja diese Bilder wie Werbung halt eben auch natürlich ins Netz gestellt. Mhm. Und wir bewegen uns ja nicht nur innerhalb unserer Filterblase. Die ist ja schon auch noch ein bisschen durchlässig. Das heißt, man erreicht, normalerweise sendest du im Netz ja nur für deine Leute, die genauso ticken wie du. Aber ein bisschen durchlässig ist es schon. Und dann erreichst du auf die Art und Weise natürlich auch Menschen, die das vielleicht gar nicht gesehen hätten. Und dadurch bekommen die eine Bedeutung, die ihnen vielleicht, da sind wir wieder bei dem, was wir gerade schon hatten, prozentual gesehen gar nicht zusteht. Auf der anderen Seite, man kommentiert es ja mit und gibt auch zu erkennen, was das mit Verlaub gesagt für Riesenarschlöcher sind. Das hat was mit Aufklärung zu tun. Und das hat was mit Aufklärung zu tun. Es gibt aber auch keinen Königsweg, weil du kannst es nicht richtig machen. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Mal, deswegen sage ich situativ bedingt, mal sage ich, ich mache das und mal sage ich, ich mache es nicht, weil man jetzt auch nicht auf jede Äußerung reagieren möchte. Natürlich gibt es Ausfälle, wie jetzt am Beispiel von Poggenburg. Da ist es durchaus mal angeraten zu sagen, passt mal auf, guckt euch die mal an. Denn genauso sind die. So, das ist ja auch mal ganz gut gewesen, dass man es auch mal wirklich als Bewegtbild hat. In der Regel ist es ja so, dass so ein Ding kommt und dann heißt es wieder, da kann ich nichts für. Das hat ein Mitarbeiter von mir gemacht. Das klassische von Storch Maus gerutscht. Zwei Zeilen gelesen und dann hast du eigentlich schon eine relativ klare Meinung. Aber im Grunde genommen schieben sie es natürlich immer weiter nach vorne. Sie verschieben die Linien, die Grenzen des Sagbaren. Und sie bedienen halt die ganze AfD ist ja eigentlich ein rechter Flügel. Also das, man weiß ja gar nicht. Also was ist der gemäßigte Teil? Es gibt den gemäßigten Teil, aber er ist eben machtlos und er wird sozusagen und
auf gewisse Weise auch opportunistisch, weil er das mitträgt natürlich. Mhm, ne? Also genau. Es ist sozusagen, entweder sagen die Leute nichts, weil sie wissen, dass wenn sie was sagen, dass sie auf die Mütze kriegen oder nicht weiterkommen in der Partei vielleicht. Oder sie sagen nichts, ja, weil sie auch wissen, dass sie davon profitieren. Also das bringt ja auch Aufmerksamkeit und Wählerstimmen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es vergriffen ist, möglicherweise AfD, Angst für Deutschland. Tolles Buch diesbezüglich, kann man vieles von dem nachlesen. Sie sind ja wirklich jemand, der dieser Partei von Anfang an wirklich gefolgt ist und auch verstanden hat, die Ursachen auch näher zu benennen und zu beschreiben. Und nur mit Rassismusbrüllen kommt man da eigentlich nicht weiter. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Matthias Matschke ist bei uns, der uns einen... Ich hätte gerne gesagt, einen tollen Film mitgebracht, einfach hat, weil er handwerklich toll gemacht ist und weil da lauter exzellente Kollegen und Sie selbst auch mit dabei sind. Aber es ist eigentlich ein Film, der von einer zutiefst traurigen Geschichte handelt. Südstadt. Wir schauen mal ganz kurz rein. Er ist an der Uni Doktor der Soziologie und Politologie und was weiß ich, Zoologie. Er hat unten richtige Bücher, so aus Papier. Du hast eine Professur. Ah, sagen wir, er ist auf dem Weg dahin, aber erst seit 15 Jahren. Können wir jetzt bitte über was anderes reden? Ich bin nicht mehr an der Uni. Meine Stelle wurde nicht verlängert. Was? Professor Ruge hat eine Kollegin eingestellt. Das ist jetzt aber ein Witz, oder? Sie sitzt im Rollstuhl, Behindertenquote. Oh, scheiße. Dann setz dich doch auch in den Rollstuhl. Halt du doch einfach mal die Fresse, Kai. Seit wann weißt du das? Seit letzter Woche. Jetzt guck nicht so, als wäre jemand gestorben. War ich ganz gut, dass ich aus dem Laden raus bin. Scheiß auf den Laden. Such dir bloß schnell was Neues. Arbeitslosigkeit macht impotent. Damit kennt Kai sich nun wirklich gut aus. Also bleibt dann immer wieder das Lachen im Hals stecken. Und dieser Mann lässt ja sozusagen nach langer Zeit erst die Maske fallen. Ne? Es geht sehr lange darum, diese Illusion aufrechtzuerhalten. Ich bin ja der Erfolgreiche, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Bei mir läuft es wirklich rund. Und die Idee ist ja auch der ganzen Geschichte zu zeigen, wie lange der so tut, als ob alles paletti wäre, alles gar kein Problem. Diese Frage der Existenzängste als Schauspieler kennen Sie wahrscheinlich sehr gut, oder? Dieses Gefühl, kann man sich leicht reinversetzen. Ich frage mich oft, wie machen Schauspieler das, wenn du im Januar zu tun hast und dann bis Juni warten musst, bis das nächste Mal das Telefon klingelt? Ist das Teil des Lebensgefühls eines Schauspielers? Ja, also denn das ist einfach unsere Lebensrealität. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, angenommen, man hat 100 Schauspieler, das ist durch eine Studie belegt, dann sind 4 im Durchschnittsjahreseinkommen über 100.000. 4 von 100? 4 von 100 verdienen über 100.000 Euro in einem Jahr. 70% verdienen unter 30.000 Euro. Das ist also schon unterhalb des, ich glaube, Durchschnittseinkommen eines Bundesbürgers. Brutto. Genau. Und 60% von 100 sind sogar unter 20.000. Das heißt, wir reden hier von einem Jahr, das durchschnittlich läuft. Es kann aber genauso gut sein, dass egal wie erfolgreich man ist, auf einmal im nächsten Jahr nichts mehr da ist. Und es ist fast grundlos. Man kann sich das vielleicht nicht erklären, weil vorher alles gut lief. Genauso wie man sich es nicht erklären kann, dass man auf einmal geiler Scheiß ist. Das kann alles passieren. Ja? Das sozusagen, wir sind einfach ohne Sicherung. Also wir sind die Leute, wir sind fahrendes Volk, wir sind Zirkusgaukler, auch wenn wir sozusagen im bürgerlichen Gewand daherkommen und auch versuchen, ein bürgerliches Leben zu leben. Aber letzten Endes sind wir die, die am Trapez schwingen und ohne Netz sind. Denn es ist ja so, man könnte sagen, na gut, aber das ist doch immerhin ein Jahreseinkommen oder irgendwie, aber darauf ist kein Verlass. Es kann einfach im nächsten Monat vorbei sein. Und wenn man viel verdient hat, dann muss man sozusagen sein eigener guter Manager sein und muss wissen, wie man das so weglegt, dass man auch sozusagen die 12 Monate rund kriegt. Ist das, lernt man das irgendwann? Also kriegt man das hin, dieses Vorausschauende, dieses Vorsorgende? Also gerade wenn man jung ist, ich hätte es nicht hingekriegt. Naja, also das ist ein Zwangslernen. Weil, also anders gefragt, sozusagen, steckt man da nicht ständig knietief im Dispo?
Das kommt mitunter vor. Das ist einfach sozusagen teilweise dann wirklich das, wo man denkt, wie schaffe ich das nun endlich, da rauszukommen? Und dann gibt es einfach die, fast in biblischer Manier die fetten Jahre. Und früher war vielleicht das Klischee, dass man das Geld sonst wohin geschmissen hat. Ich glaube, das schaffen die wenigsten, weil einfach die Produktionsverhältnisse so geworden sind, dass du wirklich gucken musst, dass du alles beieinander hältst. Ja. Und wie geht man mit dieser Diskrepanz um, frage ich mich oft. Also die Leute sehen Sie ja im Fernsehen. Mhm. Sie sind jemand, der sehr, sehr präsent ist und unglaublich viel arbeitet und wahnsinnig viel spielt. Also einer von denen, für die es glücklicherweise, vermute ich jetzt einfach, gut läuft, auch wirtschaftlich gut läuft. Aber mit dieser Diskrepanz, dass du Leute triffst, auch wahrscheinlich im Bekanntenkreis, die glauben, alles Millionäre, denen geht's ja fantastisch. Ich habe den gestern gerade wieder im Fernsehen gesehen. Ich glaube, es hilft, dass man sich dann selbst am meisten glaubt und nicht den anderen. Und damit sind wir wieder bei Status letzten Endes. Mhm. Also ich glaube, man ist, also für mich ist es schwer, ich bin nicht von Haus aus gut mit Geld verwalten. Das musste ich wirklich lernen. Aber ich glaube, sozusagen auf sich zu setzen und nicht zu denken, der denkt jetzt gerade das über mich, der denkt jetzt, ich bin ja sowas von reich oder ich bin ja sowas von arm oder irgendwas, sondern man muss wissen, wo bin ich? Also sich selbst bei sich selbst zu verorten, sage ich jetzt mal, das ist eine große Aufgabe und die kann man nur über die Jahre lernen. Weil wenn man anfängt und es gut geht, dann brennt man für die Sache, weil dieser Beruf sehr schön ist und sehr herausfordernd ist und es ist ein Abenteuer. Und wenn man, naja, ich war schon relativ alt, habe mit 23 angefangen, auf die Schauspielschule zu gehen. Sind erst abgelehnt worden, ne? Ja, aber so wie viele. Also, war jetzt ich so, weiß. Ja, ja, also was das ist sozusagen, das geht ja schon so los. Ein Angriff auf das Selbstwertgefühl. Da sitzen ein paar Leute und sagen, nee, du bist echt zu schlecht für uns. Ja. Was macht das mit einem? Es ist gar nicht mal so gut. Nicht so gut, ja. Es ist, natürlich furchtbar und man merkt auch sozusagen, dass man dadurch immer gedemütigt wird und es ist halt die Frage, wie man damit umgeht und ich glaube fast 25 Jahren Beruf gehe ich mal besser damit um und mal schlechter und es gibt auch die kleinen Sachen und ich entschuldige mich bei Leuten, wo ich ungerecht war, bei Dingen, die 15 Jahre auf der Bühne zurückliegen und so weiter oder das hätte ich da mal sagen sollen und so weiter. Es wird etwas besser, aber es ist sozusagen Teil von der ganzen Sache. Ich glaube, eine Sache muss ich noch sagen, was mir hilft, ist, als Komiker, sozusagen, was ja auch unser Metier ist, ist man, glaube ich, insgesamt etwas toleranter unter Komikern. Wo man irgendwie nicht denkt, oh, ja, du bist ja scheiße reich oder irgendwie so, sondern weil man weiß, das Scheitern gehört dazu. Und in diesen Bierzelten der AfD, Gott sei Dank nicht bei der AfD, aber bin ich auch schon aufgetreten und es war ganz, ganz schlimm. Also als Komiker, in der Oldschool-Bierzelt-Arena. Als was? Was haben Sie da gemacht? Als Spaßmacher, nicht? Mit einem Programm. Dass man mal so lustige Sachen macht. Wer waren Sie da? Also gab es dann einen Künstlernamen? Der Künstlername war dann Matthias Matschke. Und das Programm drehte sich worum? Ach, das weiß ich nicht mehr. Das ist schon sehr, sehr lang her. Also das waren jetzt nicht auch 1200 Leute, aber es waren 200 und da kann man auch schon sterben. Das ist ganz einfach. Und dann geht man nach Hause und fühlt sich wie das armste Lämmlein, das es nur gibt auf Erden. Was waren die wenigsten Zuschauer, die Sie je hatten? Oh, also meine Eltern. Als ich angefangen habe, Zwei. Ja. Ich bin Einzelkind, ich hätte mir mehr gewünscht, aber es war ein sehr dankbares Publikum, muss ich sagen. Wann geht das weg mit den, wann geht das weg mit den Existenzängsten? Wird man das jemals los? Ich glaube nicht. Also man muss es vielleicht als Teil der Aufgabe dann definieren, muss sagen, das ist so. Und wie gesagt, man muss ein bisschen autark gegen außen sein, was alle wissen, sei es inhaltlich, du bist ja ganz ein Toller, du bist nicht so toll, früher warst du mal. Und eben auch was finanziell betrifft, du bist der reichste Mann der Welt, ihr verdient doch mit einer Serie Pastewka Millionen und so weiter und so weiter. Alles, was dort ist, muss man außen, das muss sagen irgendwie, worum geht's? Warum macht es mir Spaß? Und das ist aber auch Geld verdienen.
Und man muss es auch ein bisschen als Business betrachten. Man muss sozusagen auch die wirtschaftliche Seite einfach im Blick haben. Aber ja, wie geht man um mit diesem Neidreflex, wenn der kommt? Das ist ja tatsächlich ein Problem, gerade lernend oder sehend, was amerikanische Kollegen, Serienschauspieler teilweise verdienen, wird da dann direkt der Vergleich gezogen. Sagt man, Mensch, Matschke macht auch Serie, der ist bestimmt unglaublich reich. Erleben Sie das, diese Neidreflexe? Ja, das ist bestimmt da. Aber also ich meine, ich habe ja auch den Neidreflex den amerikanischen oder englischen Kollegen gegenüber. Vielleicht nicht unbedingt von der finanziellen Sache her auch. Das ist natürlich schön. Aber wo ich dann manchmal denke, die spielen so tolle Rollen, aber vielleicht sind die ja auch nicht glücklicher als ich. Denn das ist ja eine persönliche Entscheidung, ob man glücklich ist oder nicht. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, sehr dankbar und glücklich zu sein mit dem, was ich tue, wenn es irgendwie geht. Also deswegen ist mir fast wichtiger als Erfolg zu denken, tue ich das, was ich wirklich tun will. Und das ist eine Gnade, sozusagen, wenn man schafft, dann auch wirklich Sachen vielleicht abzulehnen. Ja, das ist schön, wieder so ein selbstbestimmtes Leben zu leben auf eine Art. Ne? Ja. Ist natürlich toll, wenn man das kann unter diesen gegebenen Zwängen, in diesem Rahmen, über den wir da gerade gesprochen haben. Das heißt, man muss seine, so diese Vollkasko-Mentalität, die wir alle so mit uns rumschleppen, ja, ordentlich versichert, rein Endhäuschen und so weiter, das packst du dann weg und sagst, ist mir egal, mein Leben ist ein anderes, ja? Ja, aber das fällt mir sehr schwer. Also in mir ruht doch ein starker bürgerlicher Sud. Ja, und wo ich so denke, ach, wie krieg ich das? Wenn ich groß bin, werde ich auch Spießer. Ja, also ich muss mich sozusagen immer durchschütteln, damit dieser Sud so hoch die Schwebeteilchen fliegen. Und wo man denkt, nee, aber man kann es auch. Und ich mache es jetzt einfach und so weiter. Also es ist immer wieder eine Ermutigung. Geh da raus, Matthias, komm! Ja, zum Opfer muss ich eigener Henry Maske drehen. Mir hat ein Kollege mal gesagt, Schauspieler müssen gute Laune haben. Also Politiker auch, wie wir gerade am Anfang der Sendung gelernt haben. Aber Schauspieler auch. Schlecht gelaunte Schauspieler sind keine guten Schauspieler. Klaus Kinski war es nicht. Ne? Ja, ich glaube, der war mal so, mal so. Ne? Ja, mal so, mal so. Ja. Also am Ende des Tages ist es so, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Das weiß jeder Arbeitnehmer und das wissen wir auch. Das heißt, also wenn ich morgens, oftmals auch in Magdeburg, zur Arbeit gehe, dann will ich, dass es mir gut geht. Ich möchte gerne einen guten Tag verleben. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte gerne auch, dass es am Ende gut ist und dass man denkt, oh, die hat gerasselt, die Szene. Das war schön. Aber es muss irgendwie ein guter Umgang miteinander sein. Deswegen, weil Sie es vorhin sagten, mit Sprache, es geht auch um Sprache, es sozusagen, wie beleidigend ist man oder wie sehr trifft man den anderen? Wie geht man korrekt mit dem anderen um? Das ist die große Aufgabe. Letzte Frage, wie machen Sie das mit Ihren Kindern? Sie haben zwei Kinder, glaube ich, ne? Mit das richtig im Kopf. Wenn die jetzt den abwegigen Wunsch äußern würden, das, was du machst, mache ich immer auch. Was sagen Sie denen? Das gleiche wie ein Politiker sagen würde. Haben Sie Kinder, Herr Hasselhoff? Ja, zwei. Sie haben auch zwei? Und fünf Enkel. Okay, und raten Ihren Kindern davon ab, Politiker zu werden? Nein, aber die sollen erstmal in der Kommunalpolitik reinriechen und dann merken sie, wie das Geschäft geht. Und dann, wenn sie dann noch Lust haben, sollen sie weitermachen. Okay. Also, Theater-AG. Genau. Heilung, also Schocktherapie. Ehrlich gesagt würde ich wirklich sagen, die Theater-AG ist die beste Sache. Und dann diese blöde Schule des Lebens ist nämlich noch wichtiger. Also zu sagen, wir müssen da so viel darstellen. Das heißt, man muss eigentlich, bevor man dann wirklich anfängt zu spielen, schon ganz viel an Erlebnis oder Pseudo-Erlebnis angesammelt haben, damit man so ein bisschen was anbieten kann. Sonst kann man nur nach dem Hörensagen nachspielen. Aber letzten Endes wollten sie es, würde ich mich dem nicht verstellen. Denn das haben meine Eltern auch nicht gemacht. Und das war ganz richtig. Selbst wenn ich jetzt sozusagen nicht so erfolgreich wäre, wäre es richtig gewesen, dass sie es nicht verboten hätten. In der Tat, glaube ich auch. Aber es ist eine große Entscheidung, großer Schritt auch für Eltern. Ich glaube, wir müssen uns um Matthias Matschke sehr lange keine Sorgen machen. Südstadt demnächst hier bei uns auf dem Sender. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich würde gerne Micky Weißen Herz, Micky, fragen, wie erklärst du deiner Tochter, was du beruflich machst, Micky? Das ist ganz lustig, weil ich tatsächlich heute, also sie ist ja noch recht jung. Deine Tochter ist noch recht jung, ne? Genau. Zwei? Genau, zweieinhalb, ne? Ganz wichtig. Ja. Und jetzt rechnet man, glaube ich, nicht mehr in Monaten. Auf jeden Fall haben wir heute lustigerweise noch im Auto gesessen und jetzt kommt so langsam das Alter, wo sie Papi oder halt Mami mal auf der Arbeit besuchen möchte. Und dann sage ich wirklich, Papi geht Witze schreiben. So. Um es mal einfach zu halten, das möchte sie auch machen. Und das, wenn sie ihn
wenn sie das machen möchte, was ich mache, kann ich ihr davon nicht abraten, weil ich tatsächlich auch tatsächlich, also ich habe mich dir gerade sehr nah gefühlt in vielen Sachen, weil ich das exakt genauso empfinde. Das hast du ja auch, ne? So eine komplett freischwebende Existenz. Existenzängste, ja, weil es ist, ich bin ja genauso davon abhängig vom Plazet, der Auftraggeber, wie du auch. Es kann halt einfach, jetzt ist tatsächlich ist alles gut und es läuft gut und es macht viel Spaß. Es kann halt auch morgen sein, dass man hat ja mehrere Auftraggeber, dass die alle unabhängig voneinander sagen, ah, ich will übrigens keine schlafenden Hunde wecken, also einfach alle schön dabei bleiben, dass die alle sagen, jetzt machen wir mal mit einem anderen. Das kann ja sein. Und ja, oder Dschungelcamp wird eingestellt zum Beispiel, kann ja auch passieren. Ja, es deutet momentan noch wenig darauf hin, aber es deutet ja auch nie was darauf hin, dass die SPD jemals unter 20% ist. Und zack, ist es passiert. Tatsache. Ja, ist das so. Nein, vieles keine Gewissheiten. Vieles ist endlich, aber während es passiert, ist es schon mal von Vorteil, wenn das, was du tust, dir Spaß macht. Von daher, das eint uns. Und deshalb würde ich ihr auch nicht davon abraten, das zu machen, was ich mache. So gibt es objektiv keinen Grund. Ich habe ja Spaß dabei. Definitiv. Micky, du hast uns was Tolles mitgebracht, preisgekrönt, das Lachen der anderen. Ja. Was ist die Idee dahinter? Erklär einmal kurz die Geschichte. Ja, die Idee ist, dass mein Freund Oliver Polak und ich Menschen mit einem besonderen Lebensentwurf besuchen oder mit einer Krankheit, einer Behinderung oder auch eine Randgruppe und Minderheit. Deswegen wäre zum Beispiel die SPD jetzt bald für uns dann auch schon bitte nicht. Von Interesse. Wir begleiten sie 3 Tage lang. Es läuft alles gerade in eine so fatale Richtung für die SPD. Ne? Es gab eine Zeit, da musste man nur FDP sagen, haben alle schon gelacht. Ja, ich fürchte, bei der SPD ist auch bald aber soweit. Vielleicht beruhigt es die Kollegen im Willy-Brandt-Haus, dass ja auch die eine triumphale Rückkehr geschafft haben. Das hat halt nur ein bisschen gedauert. Die FDP. Sei es drum. Wir begleiten sie 3 Tage lang und lernen sie kennen, wie sie leben, was sie interessiert, was sie beschäftigt. Und dann schreiben wir ein Stand-up über diese Menschen. Und den trägt dann... Das heißt, ein Comedy-Programm, genau, ein Comedy-Programm, ein ungefähr 10-minütiges Comedy-Programm, das dann pointiert das zusammenfasst, was wir gemeinsam gesehen und erlebt haben. Also ein Fazit dessen, was wir gesehen haben. Und das trägt Oliver als Stand-Upper dann vor diesen Menschen vor. Also wir hatten in den letzten Jahren Menschen mit Multiple Sklerose, Blinde, aber auch Menschen, die in einem Ökodorf gelebt haben. Wir hatten auch Adlige, das heißt, es müssen nicht immer zwingend Menschen mit Adlige einer Krankheit als Randgruppe, das gefällt Adlige mir. Adlige als Randgruppe, ja, schwierig. Die hatten, schwierig, warum? Spoiler Alert, die hatten deutlich weniger Humor als Menschen mit MS oder Blinde zum Beispiel. Die fühlten sich nicht so richtig... Aber mal Hausbesuch bei Beatrix von Storch, das wird mir gefallen. Oh, das stimmt, ja. Ne? Oh, das wird die ist ja auch noch ein paar ganz andere Randgruppen. Ne? Also von daher, da deckst du gleich mehrere mit ab. Ja, ja. Oh, das wäre bestimmt spannend geworden. Ja, in der Tat. Die hat auch einen ganz eigenen Humor. Das glaube ich sofort, ja. Also mal abseits der Twitter. Haben Sie sie mal persönlich kennengelernt? Ja. Wahrscheinlich schon. Und, wie war's? Also ich habe sie mehrmals getroffen. Am Anfang war es ganz... Ich weiß noch, dass ich als ich meine alten Notizen durchgegangen bin fürs Buch, da fand ich an einer Stelle bei meinem allerersten Treffen mit Beatrix von Storch, habe ich reingeschrieben, erstaunlich nett. Ja. Und also ich fand sie wirklich nett und irgendwie erfrischend und interessant. Mit der Zeit hat sich das Bild ein bisschen gewandelt. Das heißt, dieser Eintrag hat sich dann verändert? Also ich habe den Eintrag so gelassen, aber ich glaube, bei ihr habe ich auch einen anderen Eintrag seit einiger Zeit, als wir mal darüber geschrieben haben, wie sie mit dem Geld umgeht, dass ihre Vereine, ihre gemeinnützigen Vereine das so eingenommen haben. Das bestätigt ja das, was Herr Haseloff sagt, seitdem war die dass Freundschaft da Leute sind, die sehr verbindlich im Ton sind und so weiter, aber sehr genau wissen, was sie da tun und auch ganz gezielt Provokationen setzen. Ihr habt euch jetzt um Menschen mit Trisomie 21, Down-Syndrom, gekümmert, habt die besucht. Ja, genau, wir haben die besucht auch. Wir waren dann in der sogenannten Hefater Werkstatt, in den Hefater Werkstätten in Mönchengladbach. Und dort sind die meisten der, wir nennen sie ja Protagonisten, sind dort tätig. Die gehen dort einem ganz geregelten Beruf nach. Morgens um 8 Uhr gehen die dahin, sind um 16 Uhr wieder raus. Und die Menschen, die dort arbeiten, also wir haben uns, wenn ich mich nicht irre, 4 verschiedene Menschen rausgesucht und haben die dann auch zu Hause besucht und kennengelernt, wie die leben. Die haben ja sehr ähnliche Jobs dort, die machen handwerkliche Tätigkeiten, also die schrauben zum Beispiel 3 Räder zusammen für Kinder oder müssen irgendwelche Dinge verkabeln. Also es sind relativ einfache handwerkliche Tätigkeiten, aber sie schaffen etwas. So, wie viele andere Menschen, die in eine Firma auch gehen. Gibt eine Szene, die mich persönlich sehr berührt hat, ist die Szene mit der jungen Frau, die erzählt... Annika. Ja, Annika, die verliebt ist. Ach ja, herrlich.
Ja, die hat tatsächlich, wir waren bei ihr. Sie hat also eine eigene Wohnung. Mhm. Und die hat sie auch eingerichtet. Das erinnerte so ein bisschen an so ein Jugendzimmer eines, würde ich jetzt mal, also Annika ist ungefähr Mitte, Ende 20. Mhm. Und eingerichtet war es wie so ein 14-jähriges Mädchen, ihr Jugendzimmer einrichten würde. Und sie ist tatsächlich verliebt. Sie hat also einen festen Freund, Marcel. Und sie sprach... Auch an Down-Syndrom? Nein, der hat nicht das Down-Syndrom. Er hat eine körperliche Behinderung. Das ist das, was er uns gesagt hat. Und die beiden sind sehr verliebt ineinander. Und sie spricht lustigerweise sehr häufig, manchmal waren so Zeilen von ihr so irgendwo zwischen Helene Fischer und Andrea Berg Zitaten. Also sie hat sehr viel so, ja, die Liebe ist frisch wie ein junger Morgen und ich fühle mich leicht wie ein, wie eine Feder. Und das war wirklich sehr, sehr süß. Und Nur dafür hat sich ehrlich gesagt für mich gelohnt, das zu sehen, weil man fokussiert oder konzentriert oder reduziert das immer alles auf dieses eine Ding, auf Trisomie 21, Down-Syndrom. Wie bringt man solche Leute sozusagen in ein festes soziales Netzwerk? Ja. Wie kann man denen eine gute Tätigkeit geben und so weiter? Aber die Ebene, diese Dimension, dass es die auch geben kann und auch geben muss, das war mir so nicht klar, ja? Ja, also ich will jetzt nicht anfangen, immer zu sagen, diese Menschen, weil es ja doch eine sehr breite Klientel ist. Und auch ganz unterschiedlich. Ja, ne? Klar. Ja. Natürlich, die, wie jeder andere Mensch auch, die sehr viel Emotion und möchten sich auch verlieben, möchten geliebt werden. Sie möchten auch ihre Liebe geben und ihre Gefühle zeigen, sind ja sehr häufig auch sehr empathisch. Da waren so viele schöne Szenen, aber da war dann auch einer. Wir unterhielten uns mit ihm und der legte dann meinem Freund Oliver dann einfach auch mal so den Arm auf die Schulter. Einfach mal so aus dem Nichts heraus. Also du merkst auch, das Bedürfnis nach körperlicher Nähe ist sehr stark ausgeprägt. Und was auch sehr ausgeprägt ist, ist tatsächlich auch die Ehrlichkeit. Mhm, genau. Also das, was die dann sagen, meinen sie nicht böse. Ja. Es kann aber, ähnlich wie das bei Kindern ja auch ist, sein, dass denen etwas auffällt und sie dir das dann auch mitteilen. Kenne einige Menschen mit Down-Syndrom, auch im erweiterten Umfeld, und empfinde diese Menschen immer als liebe Menschen sind das, die niemandem was Böses wollen. Und das ist auch im Fall dieses jungen Mannes so, den wir jetzt gleich sehen und für den dann Oliver später ein Comedy-Programm macht. Schauen Sie mal. Und was nimmt man dir beim betreuten Wohnen, was nimmt man dir da ab, was du selber nicht machst oder was du selber nicht kannst? Ich kann alleine Wäsche waschen, einkaufen gehen, Staub saugen. Da kannst du aber wirklich deutlich mehr als viele verheiratete Männer, was Wäsche waschen und solche Sachen angeht. Ja, richtig. Wir wollen dann uns zurückziehen mit Micky und auch einen lustigen Stand-up schreiben. Und dann kommt ihr in den Comedy-Club. Und ich versuche dann lustig zu sein, im besten Fall auch, dass du dann lachst. Michael hier vorne, ich weiß nicht, steh doch mal kurz auf und dreh dich um, Michael, damit die Leute dich sehen. Drehst du dich mal kurz um? Ja, das ist Michael. Ja, der Michael, der sieht aus wie der junge Michael Moore. Ihr lacht über Paul Panzer, ihr schaut Sat.1, ihr geht von 8 bis 16 Uhr arbeiten, verdient Geld, geht ins Fußballstadion. Kann mir irgendjemand erklären, wo ihr die Randgruppe seid? Mit welchem Humor geht man daran? Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, ne, das zu definieren. Ja, nimmt man dann Rücksicht oder teilt Rücksicht, man so aus, wie du das sonst auch machst? Ja, das kann man machen. Das wäre aber sehr, sehr falsch. Denn du möchtest ja im Zweifel, dass auch gelacht wird. Also es war ja früher bei Comedy mal so, dass ab und zu auch mal ruhig mal gelacht werden darf. Ja. Geht ab und zu auch mal in Vergessenheit. Und wenn du möchtest, dass das Publikum lacht, dann musst du natürlich ein gewisses Verständnis für dein Publikum haben. Klar. Und während wir bei vielen anderen Randgruppen und Minderheiten, also HIV ist im Rahmen dieser Staffel ja auch ein Thema, da kannst du natürlich sehr hart sein. Du hast es damit mit klassisch erwachsenem, aber halt eben auch HIV-erkrankten Publikum zu tun. Aber da kannst du sehr hart sein, da kannst du auch ironisch sein. Das konntest du bei Menschen mit Trisomie 21 in der Form nicht, denn zu Ironie sind sie in der Form tatsächlich nicht fähig gewesen. Auch da wieder ähnlich Kindern. Also es gibt natürlich eine gewisse Bandbreite. Thomas ist jemand, da würde ich jetzt mal so sagen, der ist vielleicht
so eher wie so ein Sechsjähriger vom, vom Verhalten her. Annika ist, ich will dir da jetzt nicht zu nahe treten, aber tendenziell vielleicht eher so 13, 14, irgendwie. Haben wir gerade in der ersten Reihe gesehen übrigens, ne? Genau. Mit ihrem Freund. Das waren die beiden, die da vorne genau. saßen. Genau. Und dann versucht man natürlich, worüber lachen die? Was finden die komisch? Und dann beschäftigt man sich mit denen und denkt, okay, sie haben sehr häufig gesagt, Paul Panzer, Mr. Bean, also das ist alles sehr physisch. Alles sehr physisch, Sascha Grammel mit Handpuppen. Du versuchst dich also dem zu nähern, worüber die lachen. Die lachen sehr über optische Dinge. Also ist diese, das Stimme verstellen und mit einer Handpuppe sprechen, das hätte man jetzt bei vielen anderen natürlich nicht gemacht im Zweifel, weil wir vielleicht einfach auch die Handpuppe eigentlich uncool finden. Das finden wir jetzt nicht cool. Das ist für uns vielleicht nicht zeitgemäß, ist nicht unser Geschmack. Aber wenn du möchtest, dass du dein Publikum dort erreichst vor Ort, ist das vielleicht der beste Weg. Und in diesem Falle haben wir es am Ende auch noch mit, haben wir noch einen Song hinten dran gesetzt. Der dann so, der Songtitel war Zu viel Herz und Chromosom. Und der hat sie aber sehr schön erreicht. Sie fühlten sich dort verstanden, weil darum geht es ja in diesem Comedy-Programm in erster Linie. Es geht ja darum, dass das Publikum da sitzt und auf die eine oder andere Art sagt, ja, die haben uns verstanden, die wissen, was uns interessiert, die kennen auch unsere Probleme. Und ob wir das jetzt in einem Song mit einer Handpuppe oder mit klassisch harten Gags auf den Weg bringen, ist ja erstmal gleich. Ja, genau. Aber es ist schon wichtig, dass das Publikum erstmal da unten sitzt und sagt, jo, okay, ihr wart 3 Tage da, ihr habt begriffen, was wir fühlen. Ich finde, das transportiert sich sehr, sehr schön in das Lachen der anderen. Demnächst hier ab 1. März im WDR. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch ein guter Sender. Ja, auch ein guter Sender. Neben dem ZDF. Danke sehr herzlich. Micky Beisenherz war heute unser Gast, genauso wie Matthias Matschke mit Südstadt. Demnächst hier bei uns zu sehen. Danke sehr, Matthias. Bedanke mich sehr herzlich bei Melanie Amann vom Spiegel. Vielen Dank, Frau Amann. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei einem echten Physiker, Dr. Rainer Haseloff. Haben wir heute gelernt. Der hat's noch drauf, der Mann. Jetzt die Kollegen von Heute Plus. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Dann unter anderem Norbert Röttgen bei uns. Bis dann. Danke. Tschüss.